Und wir sind wieder zurück bei Bitches Last Reward. Und eine Sache, die ich wieder vergessen habe, war die Inhalte der goldenen Akte, die ich das letzte Mal freigeschaltet habe, durchzulesen. Ja, der Mondschlüssel. Karte für Raum. Wow. Mystery Schematic. Ach so, ja, stimmt, dieses Schema. Von dem ich immer noch nicht weiß, was es bedeuten könnte. Notiz über IG. Hämoglobin. Aha. Oh, ups. Ah, hier waren die goldenen Aktendinger versteckt. Ich Idiot. Ah. Shit. Ja, guckt euch das mal an. Ich habe die letzten goldenen Akte Sachen eigentlich gar nicht wirklich durchgelesen. Ich habe... Ach, scheiße. Okay. Es gibt insgesamt 7 Varianten von chromatischen Türen in der No-Nary-Game-Einrichtung. Eine für jede der folgenden Farben. Cyanblau, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau und Weiß. Die primären chromatischen Türen werden sich nach einer spezifischen Zeit oder nach einer bestimmten Zeit öffnen. Teilnehmer können sehen, wie viel Zeit bis zur Öffnung der primären Türen übrig ist, indem sie die Knöpfe auf beiden Seiten ihrer Armreife drücken. Mehrere Umstände müssen erfüllt müssen von der Gruppe erfüllt werden, oder mehrere Bedingungen müssen von der Gruppe erfüllt werden, die die primären Türen betreten, damit sich die sekundären Türen öffnen. Es müssen zwei Paar Armreife und ein Solo-Armreif drin sein. Die Farben von allen drei Armreifen müssen zusammen entweder die Farbe der Tür bilden sie müssen die Farbe der Tür bilden, die sie versuchen zu betreten, oder dessen gegensätzliche Farbe oder dessen Komplementärfarbe. Da es irgendwie schwer ist, sich das zu merken, lasst uns noch einmal einen Blick darauf werfen. Rot plus Blau öffnen die Magenta-Tür. Grün und Grün öffnen die Magenta-Tür. Grün und Rot öffnen die gelbe Tür. Blau und Blau öffnen die gelbe Tür. Blau und Grün öffnen die Cyane-Tür. Rot und Rot öffnen die Cyane-Tür. Okay. Steht für erotische Einheiten. Okay. EU ist ein System, das entwickelt wurde, um eine Kombination aus physischen, emotionalen und situationeller Attraktion oder Attraktivität zu messen. Aha. Es rangiert von 0 bis 20, wobei 20 Marilyn Monroe wäre und 0 wäre Gilbert Gottfried. Für diejenigen, die neugierig sind, Danny Trejo hätte 16 EU. Einfach nur sexy zu sein, garantiert dir kein hohes EU. Keine hohe EU-Bewertung. Das darf natürlich nicht mit den konkurrierenden Systemen von heiß sein oder Sex oder Sexappeal verwechselt werden. Das EU-System bewichtet eine ganze Reihe von Faktoren, sowas wie praktischer Nutzen, glaube ich, Sustainability, Durchhaltevermögen, glaube ich, emotionale Investitionen und die Grundlagen des Beobachters. Frauen mit einem hohen EU, mit einer hohen EU-Bewertung haben normalerweise diese Art der Bewertung bereits gemeistert. Eine Sammlung von Filmen, die Tenmyoji sich angesammelt hat. Ihr Inhalt ist nicht wirklich per se explizit, aber sie sind immer noch nicht... Aber sie sind immer noch nicht für jemanden in Quarks Alter geeignet. Es sollte zur Notiz genommen werden, dass der Begriff
dass der Begriff nicht Großväter beinhaltet oder großvätermäßige Schauspieler. Ach so, nee, der. Ach so, nein, 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 habe ich jetzt falsch übersetzt. Dieser Begriff bedeutet nicht, dass die Videos Großväter beinhalten oder großvatermäßige Schauspieler, so rum. Sigma hat eine merkwürdige verbale und wahrscheinlich psychologischen Tick, der ihn dazu zwingt, Katzenwortspiele zu machen. Jederzeit, wenn er über Katzen redet. Die Ursache für dieses Verhalten scheint eine Erfahrung oder scheint eine Kindheitserfahrung zu sein. Als Sigma in der Vorschule war, gab es ein verlassenes Haus in der Nähe seiner Schule, das Katzenhaus genannt haben. Oder das Katzenherrenhaus. Er hat immer Katzen gemocht, also hat er eines Tages das Katzenmenschen oder das Katzenhaus besucht und hat. Und hat den Katzen, die dort lebten, ein bisschen was von seinem Mittagessen abgegeben. Eines Tages realisierte er, dass er verstehen konnte, was die Katzen einander gesagt haben. Eine magische schwarze Katze erschien und hat ihm gesagt, dass ihm dieses Geschenk als Austausch für das gegebene Fressen an seine Untertanen gegeben worden ist. Aber die magische Katze sagte, Fortsetzung folgt. Haha, toll. Du darfst niemals. Achso, okay, ich habe hier schon direkt Sigmas Katzenproblem Teil 2. Das finde ich ja geil, dass ich durch diese goldenen Akten quasi noch Background-Informationen über gewisse Ticks von den Charakteren oder gewisse Background-Informationen von den Charakteren bekomme. Das ist echt nice. Du darfst niemals jemanden über dein Geschenk erzählen. Oder du darfst niemals jemandem etwas über dein Geschenk verraten, sagte die magische, warnte ihn die magische schwarze Katze. Wenn du das tust, wirst du verflucht. Aber der junge Sigma war so glücklich über seine neu gefundene Fähigkeit, dass er versehentlich einem Mädchen darüber erzählt hat. Also hat die schwarze Katze ihn verflucht. Sein Fluch war nur noch in Katzenwortwitzen zu sprechen. Achso, für den Rest seines Lebens nur noch in Katzenwortwitzen zu sprechen. Zu seinem eigenen Glück kam eine magische schwarze Katze kurz danach, die dachte, dass der Fluch ein kleines bisschen zu hart wäre und hat ihn ein wenig. Verwässert, hat ihn ein bisschen erleichtert. Sodass er nur in Katzenwortwitzen reden würde, wenn er über Katzen redet. Und so leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ha, toll. Telefon. Okay, ein Gerät, das Geräusche in elektrische Signale überträgt, beziehungsweise konvertiert, und sie über ein Kabel überträgt, sodass sie dekodiert werden können und an dem anderen Ende wieder abgespielt werden können. Es ist nützlich, um mit Menschen zu reden, die weit entfernt sind. Die Erfindung des Telefons ist normalerweise Alexander Graham Bell in 1876 zuzuschreiben, aber es gibt unterschiedliche Meinungen in einigen Kreisen, ob das tatsächlich die Wahrheit ist oder nicht. In dem Spiel gibt es ein Telefon in einem der Kabinen. Man kann damit natürlich nicht außerhalb der Einrichtung anrufen. Aber was wäre, wenn du etwas versuchen würdest wie 5309 oder 6969? Andere Ziffern könnten andere Dinge verursachen. Also versuch's doch einmal. Okay. Scheiße. Hätte ich das mal eher gewusst. Dann hätte ich das mal eingeben können. 5309 oder 6969. Okay. Interessant. Ja, ja, das hier sind ja jetzt, glaube ich, alles einfach nur Tutorial-Sachen. So, hier habe ich ja noch eine weitere goldene Akte. Das gucke ich mir jetzt auch nochmal an. Eis 9 ist eine spezielle Wasserform mit einem Schmelzpunkt von 36 Grad Celsius. Mit anderen Worten, es gefriert bei Raumtemperatur oder Zimmertemperatur.
Die Idee von die hinter Ice 9 steckt, war normalerweise, wurde normalerweise von dem amerikanischen Science-Fiction-Autor Kurt Vonnegut eingeführt. Seine Version von Ice 9 hatte einen Schmelzpunkt von 45,8 Grad Celsius. Es gibt ein Gerücht, das aussagt, dass das ganze Wasser in Alices Körper eigentlich Ice 9 ist. Wer weiß schon, ob das tatsächlich die Wahrheit ist oder nicht, aber wenn es die Wahrheit ist, dann muss sie ihre Körpertemperatur immer über 36 Grad Celsius halten. Und das ist ziemlich anstrengend, kann ich mir durchaus vorstellen. Das hier bezieht sich auf Gentaru Hongo. Aha, der Wichser. Er war einer der Charaktere, die in Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors vorkamen. Er war die Person, die das das Kidnapping von den Kindern überwacht hat, die an dem No Nary Game 2018 teilgenommen haben. Er ist der Anführer oder das Oberhaupt von Cradle Pharmaceuticals und ein... Moment, was? Und ein, überzeugter Verfolger von Befreie deine Seele? Was ist Befreie deine Seele? Weil das ist ja hier groß geschrieben worden, also es ist irgendeine Art Eigenname von irgendwas. Was ist Free the Soul? Was ist... egal. Moment, was ist das jetzt? Morphogenetische Feldtheorie, aha. Diese Theorie bedeutet, dass bezieht sich auf eine Art Feld, wo die Formen, Strukturen, Verhaltensweisen etc. von allem in der Realität gelagert werden. Das beinhaltet auch abstrakte Dinge wie Sprache, Lieder, Gedanken, Inspiration, Kultur, Anpassungen und Ideen. Jede Information, die dort enthalten ist, wird übertragen oder erschafft oder durch Materie erschaffen, keine Ahnung, oder durch Gelegenheit erschaffen, wird auf jeden Fall jede Information in dem morphogenetischen Feld aufbewahrt. In der Zero Escape Reihe waren die Leute, die in der Lage waren, durch Zugriff auf dieses Feld zu kommunizieren, als Espers bekannt? Okay. Das kommt mir jetzt aber aus dem letzten Teil überhaupt nicht bekannt vor. Der Begriff Espers. Oder? Wurden die irgendwann Espers genannt, die Teilnehmer von dem letzten Spiel? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Wenn die morphogenetische Feldtheorie wahr ist, dann würde es bedeuten, dass in einem gewissen Grad alle Menschen Espers sind. Krass. Immunoglobulin ist ein wichtiger Teil von dem Abwehrmechanismus des Körpers gegen Viren, Bakterien und andere Eindringlinge. Beziehungsweise andere Fremdkörper ist, glaube ich, eine bessere Übersetzung dafür. Es identifiziert und neutralisiert bestimmte Bedrohungen. Der IG-Replikator, der in dem Labor gefunden wurde, bekam seinen Namen von Immunoglobulin. Aha. Okay, gibt es noch weitere? Ja, tatsächlich. Faktorisation ist der Prozess, eine Zahl auf eine Anzahl von Zahlen zu reduzieren, die, wenn man sie miteinander multipliziert, die ursprüngliche Nummer ergeben würden. Ach so. Wenn man eine logische Wahl treffen würde, bedeutet das, dass diese Liste eine große Anzahl an Primärzahlen enthalten würde. Aus Gründen der Faktorisation
wird 1 nicht als eine Primzahl angesehen. Beispiel einer, einer primären Faktorisation: 210 gleich 2 mal 3 mal 5 mal 7, 900 gleich 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 5 mal 5, 107 gleich 107. 2, 3, 5 und 7 und 107 können nur durch sich selbst oder 1 geteilt werden, was sie zu Primzahlen macht. Ja. So, tu fui ego eris, das was auf diesem komischen Grabstein in dem Botanischen Garten stand. Eine ziemlich bekannte lateinische Wortwahl oder ein ziemlich bekanntes lateinisches Sprichwort. Es mag so aussehen, als ob es über ein Pärchen von sexy Toasterwaffeln redet, okay. Aber eigentlich heißt es so etwas wie: Was du bist, bin ich gewesen. Was ich bin, wirst du sein. Aha. Manchmal wird es als eine Art Epitaph benutzt. Die Bedeutung ist, dass die Person, die hier gefragt wird, einmal am Leben gewesen ist, wie der Leser. Ach so, nee, dass die Person, über die hier gesprochen wird, einmal am Leben war, genauso wie der Leser, aber dass der Leser eines Tages auch tot sein wird. Ein bisschen ominös, schätze ich. Okay, und Zois? Was soll das denn sein? Die Special Office of Internal Security. Ach so, das spezielle Büro von interner Sicherheit oder Zois ist eine Elite-Intelligenz-Organisation unter der Leitung von dem Department of Defense. Okay. Unter der Abteilung der Verteidigung, schätze ich mal. Sie untersuchen mögliche unterbrechende oder gefährliche Elemente, so wie zum Beispiel domestizierende oder ausländische Terroristen. Radikale politische Splittergruppen und religiöse Organisationen mit extremen Agendas, die eine Bedrohung für den Staat oder seine Zivilisten sein könnten. Oder die Zivilisten sein könnten. Ihr angegebener Sinn und Zweck besteht darin, Frieden zu bewahren, aber ihre... Aber ihre Position autorisiert sie dazu, Leute zu verhaften, zu denunzieren oder sogar zu töten. Gruselig. Ich weiß jetzt gerade nicht so wirklich, was Detain heißt, aber das ist jetzt Alice da im Hintergrund. Soll das jetzt ernsthaft heißen, dass Alice für diese Organisation arbeitet? Und Clover höchstwahrscheinlich auch, weil sie von einer Art Training gesprochen hat? Und sie und Alice sich ja sehr gut zu kennen scheinen? Hm. Okay, Moment, ich guck nochmal nach Detain. Verhaften. Arrest heißt doch auch verhaften. Aufhalten, festhalten, zurückhalten, in Haft behalten, festsetzen, sistieren. Hm. Naja. Naja, auf jeden Fall, okay, ist auf jeden Fall eine Geheimorganisation, die sich zumindest aus Sicht der Öffentlichkeit um die öffentliche Sicherheit kümmert. Ha, interessant. Okay, jetzt haben wir tatsächlich zum allerersten Mal die richtigen goldenen Akten durchgelesen und das hat jetzt tatsächlich auch ein bisschen Zeit gedauert, was mir ehrlich gesagt leid tut. Denn ja, wer weiß, wie lange ich jetzt noch in diesem Part Zeit haben werde, um hier den Raum zu durchsuchen. Gucken wir uns erstmal hier die ganzen Bildschirme an. Das sieht aus wie das Bedienfeld. Es ist mit lauter Bildschirmen und Knöpfen und so ein Zeug bedeckt. Also ich schätze mal, da gibt es jetzt nichts, was irgendwie von Interesse wäre. Hm. Dieser Bildschirm ist anders. Hallo. Ein Laptop. Da ist irgendetwas auf dem Bildschirm. Ja, ein grünes T. Es ist der Buchstabe T. Huh.
Oh, yo, habe ich jetzt auch gerade gesehen, der USB-Stick, der in dem Laptop steckt. Hast du dieses Ding gesehen, das an der Seite des Laptops eingesteckt ist? Ja, es sieht aus wie ein USB-Stick. USB-Stick. Huh. Ich glaube nicht, dass das eine Memory Card ist. Was? Solange ich nicht falsch liege, ist es eigentlich ein tragbarer Scanner. Siehst du? Da ist am Ende. Okay. Da ist ein dünner Strich oder Slit. Eine dünne Öffnung an dem Ende. Zieh dieses Ende einfach nur über irgendwelche Bilder oder über Text, den du scannen möchtest. Dann kannst du ihn wieder in den Laptop reinstecken. Und sehen, was du gescannt hast. Nett. Wow, okay, der Bildschirm hat sich jetzt auch geändert. Das grüne T ist verschwunden. Momentchen mal, Momentchen mal. Ich habe hier wieder mein kleines, wunderschönes Zettelchen, mein Notizzettel, bei dem ich mir alles notieren kann, was hier vor sich geht. Okay. T grün. Hä? Der Bildschirm hat sich verändert. Glaubst du, es ist, weil du dieses Ding rausgezogen hast? Ja, scheint so. Wie wäre es, wenn ich es wieder reinstecke? Ja, wird das gleiche angezeigt. Okay. Was haben wir hier? Ein Test-Clipboard. Ein Clipboard mit einem Stück Papier, wo Test draufsteht. Schau dir das mal an. Test wurde mit einem Marker geschrieben, oder nicht? Ja. Jeder Buchstabe ist auch in einer anderen Farbe geschrieben worden. Glaubst du, dieser Buchstabe T, den du auf dem Laptop gesehen hast, könnte ein Bild sein, das von dem Scanner aufgenommen worden ist? Hä? Was meinst du damit? Manchmal bemerken Scanner nicht, dass Sachen mit bestimmten Farben eines Markers geschrieben worden sind. Vielleicht mochte dieser hier nicht die Farben blau, gelb oder pink. Oder vielleicht mochte dieser Scanner nicht die Farben von blauen, pinken oder gelben Markern. Und aus diesem Grund haben wir nur das grüne T bekommen? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Kann ich die beiden irgendwie miteinander kombinieren? Wow! Jetzt ist er auf einmal gelb? Okay. Und jetzt? Oh, hey, jetzt ist der Bildschirm blau. Das ist. What? Ich habe jetzt schon das blaue Safe-Passwort? Alter! Das ging ja schnell. Was zur Hölle? Okay, nee, das brauche ich mir ja nicht aufschreiben. Das merkt sich mein Charakter ja sofort. Alter, wie schnell ging das denn jetzt? Das ist jetzt gruselig. Kann ich die nochmal miteinander? Nee, der bleibt jetzt gelb. Okay. Ich dachte, vielleicht wird irgendetwas anderes auf dem Bildschirm angezeigt. Irgendein anderer Buchstabe, wenn ich das noch einmal mit dem Ding scanne. Nee, stattdessen wird die Farbe von dem USB-Stick geändert und ich kriege direkt das blaue Passwort. Ey, okay, das war jetzt kompletter Zufall. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe damit gar nicht gerechnet. What the fuck? Okay, pff. Habe ich hier schon das blaue Passwort für den Safe? Damit ist mir die goldene Akte hier schon mal sicher.